Serena ist eine Privatdetektivin. Dieses Jahr hat sie beschlossen, ihren Urlaub in einem schicken Skigebiet zu verbringen. Serena kommt am Haupteingang an und schaut sich die Eingangspforte an. Dann dreht sie sich um, um ihrem Taxifahrer ein Trinkgeld zu geben. Danach kehrt sie zum Eingang zurück und entdeckt drei Veränderungen. Siehst du sie auch? Hier sind sie. Serena betritt das Hotel. Drei Gepäckträger bieten an, ihre Taschen zu tragen. Aber einer von ihnen kann Serena nicht mit ihrem Gepäck helfen. Können Sie raten, wer und warum? Der Kerl in der Mitte hat transparente Hände, die durch die Wände gehen. Er ist ein Geist. Es ist daher unwahrscheinlich, dass er Serenas physisches Gepäck tragen kann. Serena nähert sich dem Empfangsschalter. Sie checkt zusammen mit drei anderen Personen ein. Serena nimmt einen Blick auf deren Pässe und erkennt sofort den Gefälschten. Und du? Das Bild des zweiten Mannes ist schwarz-weiß, aber das ist kein Verbrechen. Das Dokument der dritten Dame sieht ebenfalls in Ordnung aus. Aber das Bild der ersten Dame hat schneebedeckte Berge im Hintergrund. Unabhängig davon, aus welchem Land sie stammt, sollte der Hintergrund auf dem Passfoto einfarbig sein. Daher ist dieser Ausweis gefälscht. Schließlich erhält Serena einen Karteschlüssel für ihr Zimmer. Sie geht sofort dorthin, aber leider öffnet sich die Tür nicht. Serena kehrt zur Rezeption zurück, um sich zu beschweren. Sie sieht eine andere Dame, die sich über genau dasselbe beschwert. Können Sie erraten, was hier vor sich geht? Erinnerst du dich an die Zimmernummer auf Serenas Schlüssel? Es ist 981. Wenn wir diese Nummer umdrehen, bekommen wir 186. Der Manager hat diese beiden Schlüssel verwechselt. Die Damen sollten einfach die Schlüssel austauschen. Und der Vorfall ist vorbei. Schließlich betritt Serena ihre schicke Suite. Sie macht ein paar Bilder, um sie an ihre Freundin zu schicken. Kannst du 10 Unterschiede zwischen ihnen finden? Fühle dich frei, das Video anzuhalten, wenn du mehr Zeit brauchst. Bist du bereit, die Antworten zu sehen? Hier sind alle 10 Unterschiede. Serena packt ihre Taschen zum Skifahren. Oh nein, sie hat ihre Mütze zu Hause vergessen. Serena geht zum örtlichen Wintersportgeschäft, um eine neue Mütze zu kaufen. Welche Artikel gehören nicht hierher? Dieser Spielzeugroboter, High-Heel-Sandalen und eine Plastikpyramide sollten hier sein. Nach dem Einkaufen entscheidet sich Serena, die örtliche Bäckerei zu besuchen. Können Sie hier irgendwelche zusätzlichen Artikel entdecken? Diese Dose Hundefutter und ein Hundenapf gehören hier nicht hin, genauso wenig wie dieser Kratzbaum für Katzen. Schließlich ist Serena in ihrem Skianzug. Sie fährt mit einer Seilbahn zusammen mit anderen Gästen des Resorts auf den Gipfel des Berges. Können Sie denjenigen entdecken, der nicht für den Lift bezahlt hat? Ich wette, diese kleine Maus hat nicht für die Fahrt bezahlt. Der Feueralarm weckt Serena mitten in der Nacht auf. Eines der Hütten auf dem Gelände des Skiresorts hat Feuer gefangen. Glücklicherweise sind alle Gäste und Mitarbeiter sicher. Serena findet drei Verdächtige. Eine dieser Personen hat dieses Feuer sicher gelegt. Können Sie raten, wer? Es ist der Kerl im Bademantel. Er versteckt eine Flasche Anzündflüssigkeit in seiner Tasche. Am Morgen geht Serena zum Frühstücksbuffet. Auf dem Tablett liegen 4 Croissants. Eines davon ist aus Plastik. Kannst du erkennen, welches es ist? Oh.
Jemand hat in das erste Croissant gebissen, also ist es wahrscheinlich echt. Das dritte Croissant war ein wenig verbrannt, also ist es echter Teig. Schaut euch das vierte Croissant genauer an, etwas Schokolade ist daraus auf den Teller gelaufen, also muss es auch echt sein. Daher kann nur das zweite Croissant aus Plastik sein. Serena beginnt ihr Frühstück. Nicht weit von Serenas Tisch entfernt ist eine junge Dame namens Maya mit ihrem Ehemann. Plötzlich wird Maya krank und fällt in Ohnmacht. Ihr Ehemann ruft die Ärzte und diese kommen sofort. Sie stellen fest, dass Maya etwas Giftiges gegessen hat. Der Ehemann sagt, das ist unmöglich. Meine Frau hat heute nichts gegessen oder getrunken, außer dem Frühstück auf diesem Tisch. Ich habe es auch gegessen. Aber mir geht es gut. Die Ärzte testen das Essen. Und überraschenderweise ist es vollkommen in Ordnung. Serena hat dieses Rätsel bereits gelöst. Und du? Das Gift war in Mayas Lippenbalsam. Hm. Serena vermutet, dass Mayas Ehemann sie vergiftet hat. Also beschließt sie, ihm zu folgen, um einige Beweise zu finden. Er betritt sein Hotelzimmer für einen Moment und verlässt es dann wieder. Serena schleicht sich in den Raum. Sie findet nichts Verdächtiges außer einem Hotelnotizbuch. Jemand hat genau eine Seite daraus herausgerissen. Glücklicherweise hat der Schreiber den Stift sehr fest gedrückt und Spuren auf der nächsten Seite hinterlassen. Serena schattiert das Papier mit einem Bleistift und enthüllt den folgenden Text. Boyit Sinif, Latipsuhet Nisi Ayam. Können Sie ihr helfen, diese Nachricht zu entschlüsseln? Wenn wir diesen Text rückwärts lesen, bekommen wir Maya ist im Krankenhaus. Beende die Arbeit. Oh my God. Serena eilt ins Krankenhaus, um dem Kriminellen zuvorzukommen. Sie betritt Mayas Zimmer und sieht sich vier Clowns gegenüber. Einer von ihnen ist der Kriminelle. Und der Rest sind nur Schauspieler, die im ganzen Krankenhaus auftreten, um die Patienten aufzuheitern. Kannst du den Betrüger erkennen? Der Kerl mit der roten Schleife ist der Verbrecher. Er hat sie heimlich von den Dekorationen in diesem Raum genommen, weil er in Eile war, sich zu verkleiden. Oh. Serena ruft die Krankenhauswachen, um den Betrüger festnehmen zu lassen. Aber er stößt jeden Weg und flieht durch die Hintertür. Serena folgt ihm und landet auf dem Parkplatz. Der Verbrecher versteckt sich in einem dieser Autos. Kannst du ihn finden? Diese drei einzelnen Autos scheinen leer zu sein und es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch. In der Zwischenzeit bewegt sich jemand im Hintergrund dieses Pickup-Trucks. Erwischt! Die Polizei verhaftet den Kriminellen und Mayas Ehemann. In der Zwischenzeit kehrt Serena spät in der Nacht ins Hotel zurück, um sich auszuruhen. Oh nein! Ihr Zimmer ist ein Chaos. Jemand hat eindeutig ihre Sachen durchwühlt. Am Morgen befragt Serena drei Verdächtige. Die Reinigungskraft sagt, gestern Nachmittag habe ich ihre Bettlaken gewechselt, Kaffeeflecken vom Teppich gewaschen und bin dann gegangen. Der Manager sagt, ich habe einen Handwerker geschickt, um den Waschbecken in ihrem Badezimmer zu reparieren. Aber ich selbst bin nicht eingetreten. Der Handwerker sagt, letzte Nacht habe ich ihr Zimmer besucht, um das Waschbecken zu reparieren. Ihre Sachen lagen überall verstreut. Aber ich dachte bloß, dass sie eine unordentliche Person sind. Wer lügt? Die Putzfrau. Sie sagte, sie hätte die Kaffeeflecken aus dem Teppich entfernt. Aber sie sind immer noch da. Serena setzt sich in der Hotellobby auf einen Stuhl, um einen Stapel Postkarten für ihre Freunde zu unterschreiben. Plötzlich riecht sie heiße Schokolade aus der Cafeteria. Sie geht dorthin, um eine Tasse für sich selbst zu bestellen. Nach ein paar Minuten kehrt Serena zu ihrem Stuhl zurück. Oh nein, die Postkarten sind weg. Sie befragt drei Personen in der Nähe. Mike sagt, ich las die ganze Zeit ein Buch. Deshalb habe ich mich nicht umgesehen. Richard sagt, ich habe Fotos von meiner Freundin Stella gemacht. Du kannst einen Blick darauf werfen, wenn du mir nicht glaubst. Und Stella sagt, Richard sagt die Wahrheit. Ich habe für die Kamera posiert. Warum sollte ich auf deine Sachen achten? Nachdem sie ihre Geschichten gehört hat, weiß Serena genau, wer schuldig ist. Und du?
werfen sie einen genaueren Blick auf Richards Bilder. Stella steht vor einem Kamin. Wenn wir hineinzoomen, sehen wir die Postkarten im Feuer. Diese Lügner haben sie benutzt, um die Flamme heller brennen zu lassen und auf den Bildern besser auszusehen. Richard entschuldigt sich und kauft einen neuen Stapel Postkarten für Serena. Sie greift nach einer davon und schreibt das folgende Rebus darauf. Können Sie die Bedeutung dieser Nachricht knacken? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Serena führt ein Smalltalk mit Mike. Sie fragt nach seinen Hobbys. Anstatt zu antworten, zeichnet Mike den folgenden Rebus. Kannst du ihn knacken? Er schwimmt gerne unter Wasser. Serena sagt, ich sehe, du magst Rätsel. Löse mein Rätsel und ich hole dir eine riesige Tasse heiße Schokolade. Mike stimmt zu. Hier ist das Rätsel. Die Aufgabe besteht darin, das Fragezeichen durch den richtigen Buchstaben zu ersetzen. Die Buchstaben implizieren den letzten Buchstaben der Summe dieser Zahlen. 3 mal 6 ist 18. Daher ist die Antwort N. 3 mal 7 ist 21. Daher ist die Antwort E. Und so weiter. 3 mal 0 ist 0. Deshalb sollten wir das Fragezeichen durch ein O ersetzen.